Wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung im LS15. Heute habe ich für euch den EMI Elenfer SCP-400 mitgebracht. Durchaus bekannt ist die größere Schwester, die größere Kreiselecke von diesem Modell, die EMI Elenfer SCP-600 von Argo Modding. Die ist auch von Argo und die wollen wir uns heute mal näher anschauen. Genau, was gibt es großartig zu sagen? Es ist eine ziemlich detaillierte, absolut hochwertig modellierte Kreiselecke, also hier mit den Gelenkwellen und den Zapfeln oder hier mit der, ja, ist das so, mit dem Gelenk, ja, sicherlich ist das so, und den Schläuchen hier, das sieht eigentlich sehr gut aus, also sehr gut verarbeitet, hier auch die Zinken, die sehen echt gut aus, vor allen Dingen da hier vorne, da die Spur so ein bisschen auflockert. Die Zapfwelle sehr hochwertig, sehr gut. Schutzbügel, texturmäßig ist alles einwandfrei. Die Sticker sind hochauflösend. Also hier kann man nichts dazu sagen. Das sieht alles sehr gut aus. Gut, dann gucken wir mal in die Funktion rein. Da habe ich ja schon mal einen Fend hingestellt. Angegeben werden 140 PS benötigte Leistung. Ich habe mal vorsichtshalber 160 PS genommen. Genau. Wenn wir das Gerät ankuppeln mit Q, standardmäßig, dann müssen wir erst die Zapfwelle ankuppeln. Aber nach meinem Wissensstand kann man die auch ohne Zapfwelle verwenden. Aber da ist trotzdem das lästige Fenster hier. Deswegen schauen wir mal das Teil nochmal aus. Und koppeln mal die Zapfwelle an. Das geht hier mit der Taste J. Genau. Dann schalten wir es nochmal ein. Und da sehen wir auch schon, hier drehen sich die Zapfwellen. Das sieht extrem geil aus. Also so richtig schön. Super. Auch hier die Zapfwelle, die dreht sich. Also der Schutz zumindest. Die Zapfwelle, die eigentliche Zapfwelle ist ja unter dem Schutz. Normalerweise dreht sich ja der Schutz eigentlich nicht mit. Der müsste eigentlich angekettet sein. Genau, und da kann man hier mit V senken. Und dann funktioniert das alles. Zinken. Zinken arbeiten. Animation ist da, Sound ist da, Partikel sind da, alles extrem geil. Genau. Die Walze hier unten, die dreht sich auch. Das ist so eine Spiralwalze. Die sieht auch sehr gut aus. Also sehr, sehr gut. Das fördert alles so ein bisschen nach außen. Sieht supi aus. Genau, dann kann man wieder mit V heben und mit B dementsprechend wieder ausschalten. Dann kann man ja mit der Maustaste hier über nicht hydraulisch, sondern über hier diese Lochkulisse kann man hier die Walze heben und senken und somit die ganze Kreiselecke in der Tiefe verstellen, je nachdem wie man arbeiten will. Da kann man auch dementsprechend die ganze Kreiselecke tiefer legen oder eher höher, kommt darauf an. Hier im Mulchsaat war vielleicht tief ganz gut, aber wenn man jetzt nur so ein paar Dämme aufcracken will vom Pflügen oder so, zwischen kleinen Häufeln, da kann man ruhig mal ein bisschen höher gehen. Genau, je tiefer die Kreiselecke ist, desto mehr PS braucht man, ist logisch. Genau, aber wir haben ja ausreichend davor. Was kann man noch machen? Wir können mit Umschalt links und der Taste 7 im aufgeklappten Zustand, nur im aufgeklappten Zustand, hier diese Seitenschutzbügel heben. Wenn man die jetzt schon zuklappt und probiert, dann geht es nicht mehr. Genau, wenn man die zuklappt, dann erscheint hier unten auch diese, ja, diese Leiste hier mit den Blinkern dran. Warnblinker ist verbaut, normale Blinker sind auch verbaut, Bremslichter sind verbaut, kein Rückfahrlicht, das ist nicht so schlimm. Das Fortschrittsschild hier, das sieht auch extrem gut aus. Hier steht noch Argo. Die haben sich da drauf auch verewigt. Genau. Wenn man es wieder aufklappt, verschwindet dann die Leiste wieder. Und zwar jetzt. Und dann kann man ja auch die Schutzbügel wieder aufklappen und kann sofort weiterarbeiten. Genau, das war es auch grundlegend schon zu diesem extrem geilen Mod. Er ist waschbar, hat eine Schmutztextur, die man hier sieht. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir mal in den Shop rein. Zu finden unter Kategorie Mods, Grubber. Hier ist die EMI Elenfer SCP-400 für 18.000 Euro
Einmalige Anschaffungskosten 35 Euro am Tag, 140 PS benötigte Leistung und 4 Meter Arbeitsbreite. Und die Nutzung, die könnt ihr euch selber zusammenlesen oder selber lesen. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt lesen. Im Wiederverkauf kostet sie nur die Hälfte oder kriegt ihr die Hälfte an Geld wieder. Das sind 9000 Euro. Und im Wiederverkauf direkt am Shop bekommt ihr 10.080 Euro, soweit ich das. Ich habe das schon mal aufgenommen, deswegen ist die Kreiselecke jetzt hier auch weg. Genau, 10.800 Euro direkt am Shop bekommt ihr für die Kreiselecke, wenn ihr die verkaufen wollt. Gut, dann schauen wir noch fix in die Lok. Die ist lokfehlerfrei. Und somit bekommt da die Mod hier auch seine wohlverdienten 5 von 5 Sternen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Abos und Likes sind freiwillig, aber erwünscht. Und da bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Ladet euch den Mod runter, wenn er euch gefällt. Ich kann ihn gut gebrauchen. Und da bedanke ich mich. Tschüss.